Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Show Minecraft Sommerland. In der letzten Folge waren wir hier stehen geblieben, vor den Toren des mysteriösen Dorfes. Na, gar nicht so mysteriös, ich glaube, ich hatte es schon angeteasert oder so etwas. Wenn wir hier, geht's über die Brücke einmal zum Dorf. Wir sehen ganz normale Standard-Basic. Brücke, nichts Besonderes. Ja, wirklich nichts Besonderes. Vielleicht könnte man da noch ein bisschen was machen, aber ja, so steht es erstmal da. Und dann sehen wir auch schon das Schild. Sie betreten das Gebiet von Pagoboletus. Ja, und so heißt das Dorf. Das ist übrigens lateinisch und heißt Pilzdorf. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das direkt einmal an. Wir sehen hier schon, beim Boden habe ich diesmal ein bisschen variiert. Nicht so wie da vorne immer nur Kies. Sondern auch mal hier mit diesen Wegblöcken. Und ab und zu ist ja auch mal Stein zwischen. Dann gehen wir einmal lang. Zwischen den Bäumen. Ein paar Fackeln an den Bäumen. Überall Gras. Und ja, hier sehen wir auch schon die ersten Häuser. Und ja, komm, die schauen wir uns direkt auch einmal an. Und zwar sind das immer Häuser, die quasi aus Pilzen heraus gebaut wurden. Also die dieses Volk, ja, arbeitet halt hier mit den diesen Riesenpilzen und hat sich da halt immer so ein nettes Häuschen eingerichtet. Und hier unter anderem diesen großen braunen, natürlich nichts drin, in diesen großen braunen Pilzen ein bisschen mehr Platz. Hier natürlich, ja, dieser Stiel sozusagen, ja, natürlich ein bisschen eingerichtet, ein paar Betten hier. Ab und zu auch mal Löcher in den Pilz gemacht, für ein bisschen Glas, um rausgucken zu können. Und ansonsten das Ganze einfach hier mit ein bisschen Holz nach unten hin. Ja, zugemacht sozusagen. Und hier führt auch noch ein Weg lang. Wo führt der denn hin? Oh, ziemlich zugewachsen hier. Hier scheinen ganz viele von diesen Pilzen zu wachsen. Aber ansonsten scheint hier nichts zu sein. Okay, so eine Art Lichtung anscheinend, wo dann ein paar Pilze wachsen. Gut, dann schauen wir uns auch noch dieses rote Haus hier an, aus dem roten Pilz. Ja, ganz klein, nichts Besonderes, auch wieder Bett, ein bisschen was. Ja, ein Ofen, eine Workbench, auch hier ein paar Fenster. Ansonsten nichts Besonderes hier. Und dann kommen wir mal hier zum sogenannten Stadtzentrum. Einmal da drüben ein etwas größeres Gebäude im Berg und hier auch. Und ich würde sagen, das schauen wir uns einmal zuerst an. Oder wir gehen zuerst mal hier die Treppen hoch und schauen mal, was es hier oben so zu erkunden gibt. Und was haben wir hier? Ah, kann man offensichtlich auf einen Pilz. Hat hier nochmal einen schönen Ausblick über den See, über das mysteriöse Gebäude da drüben und auch über diesen Turm hier. Und wenn wir hier noch weiter hochgehen, ein sehr naturverbundenes Volk, wie wir sehen, alles in den Pilzen integriert, da auch in den Berg, dort in den Berg und auch hier das, ja, dieser Ausguck in die Bäume integriert. Und ja, jetzt sind wir oben auf dem Berg und haben hier einen Ausblick, können sehen, wer über die Brücke kommt und wer hier dann den Weg entlang kommt und können dann sogar bis zum Hotel gucken, bis zu den Windmühlen. Ja, und diesem Chunk mit dem Bauernhof. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir mal wieder hier runter. Und schauen uns dieses Gebäude hier an. Und hier Haus des Rates.
sind wir auch wieder direkt in den Felsen gehauen, ab und zu ja auch mal mit so ein paar von diesen Pilzblöcken ausgefüllt. Und hier sehen wir das Haus des Rates. Das gefällt mir richtig sehr, richtig, richtig gut. Ja, einfach dieser Charakter, den es hat, den finde ich richtig, richtig cool geworden. Hätte ich vorher auch nicht gedacht. Aber, ja, was haben wir denn hier zunächst einmal? Nehmen natürlich hier Holz, dann mit ein paar Baumstämmen hier im Boden versehen. Und natürlich auch oben an der Decke stützen Baumstämme das Ganze ab. Dann haben wir hier natürlich unseren Rat mit ein paar Stühlen. Hier den Tisch auch nochmal mit ein bisschen Struktur. Das sind diese entrindeten Eichenstämme. Und dann mit Treppen mehr oder weniger das Ganze abgerundet hier. Natürlich in der Wand auch nochmal wieder Pilzblöcke und ab und zu auch mal so Bücherregale. Und hier hinten natürlich ein etwas größerer Stuhl für den Bürgermeister. Und hier haben wir natürlich auch nochmal ein Büro des Bürgermeisters. Vom Design her ähnlich gehalten wie da vorne. Den Aufenthaltsraum und den Versammlungsraum. Und ja, auch hier wieder ein etwas größerer Stuhl. Hier mit diesen Falltüren. Dann hier hinten der Tür für die große Rückenlehne und dann hier oben so ein Zaungatter für die Kopfstütze. Sieht, finde ich, richtig cool aus. Und ja, macht einiges her. Dann habe ich hier auch noch einen kleinen Raum. Guck mal, was hier drin ist. Ja, einfach ein kleiner Raum in den Stein gehauen mit ein bisschen, ja, Deko an der Wand sozusagen. Und ja, hier können dann nochmal irgendwelche Sekretäre oder Verwalter oder keine Ahnung wer kann dann da arbeiten. Und natürlich gibt es hier auch einen Balkon, da können wir auch mal rausgehen. Dann können sich hier auf diesem kleinen Versammlungsplatz, kann sich dann das Volk versammeln. Und dann kann der Bürgermeister von diesem kleinen Dorf dann eben eine Rede halten oder was auch immer er möchte. Neue Gesetze verkünden, etc. etc. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das nächste große Gebäude an. Gehen hier einmal um den See drumherum und können dann auch mal auf das Rathaus und den Turm da oben von dieser Seite gucken. Sieht wirklich, finde ich, richtig cool aus, wie das da in den Berg sich integriert. Und hier haben wir natürlich die Taverne. Ja, das darf auch in keinem Ort fehlen. Und ja, hier ist die Decke ein bisschen niedriger. Auch wieder mit den Baumstämmen abgestützt. Auch hier Baumstämme im Boden. Das hier ist auch wieder der entrindete Baumstamm. Diesmal allerdings dann von der Schwarzeiche. Dann habe ich hier auch ein bisschen bunt durchgemischt. Ein paar verschiedene Holzsorten, die die Tische bilden. Das gibt dem Ganzen einfach noch ein bisschen mehr Charakter, als wenn alles nur in einer Holzsorte ist. Das finde ich auch richtig cool geworden. Und immer mal wieder auch hier so auszäunen, so ein paar Stützen für den doch relativ großen Raum. Dann haben wir hier natürlich auch eine Bar mit ein paar Sitzen. Hier natürlich, ja, so eine Art Zapfanlage. Hier kann man sich dann halt sein Bier holen. Und hier gibt es dann natürlich noch ein paar Öfen. Hier kann man dann halt, ja, vielleicht noch was zu essen bestellen oder so etwas. Jo. Und dann komme ich hier in die Küche sozusagen. Auch nochmal ein paar Kessel mit Wasser zum Abspülen, ein paar Öfen und auch hier ja so einen kleinen Tisch zum Zubereiten. Aber das war noch nicht alles. Hier gibt es nämlich auch noch eine zweite Etage. Auch hier wieder sehen wir es quasi direkt. Derselbe Block, den wir auch von unten als Decke sehen, im Tavernen, in dem Schankraum. Ein paar Ablagemöglichkeiten hier. Und dann hier auch verschiedene Zimmer
mit Ausblick aus dem Berg heraus. Ein paar Betten, auch hier Ablagemöglichkeiten, ja, Rüstungsständer für seine Sachen zum Ablegen. Und das dann halt in verschiedenen Variationen. Und ja, hier können dann halt Reisende übernachten. Hier mal ein etwas größeres Zimmer. Hier kann man auch nach vorne rausschauen, auf den See. Das ist dann sicherlich etwas teurer. Genauso hier. Auch ein richtig, richtig cooles Gebäude, wie ich finde. Gefällt mir richtig gut. Und ja. Dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal dieses Gebäude hier an. Es fehlt mir so ein Turm. Hier kann man halt dann hochklettern. Hier auch mal durch diese roten Pilze durch sozusagen. Und wenn man dann oben angelangt ist, haben wir eben nochmal einen Ausblick über die, ja, fast über die komplette Stadt. Über das komplette Dorf, ist ja nicht wirklich eine Stadt. Und ja, sieht man hier halt so einen Marktplatz, hier sind ein paar Wege, die da lang gehen. Da nochmal das Rathaus und den anderen Turm und halt die Landschaft da drüben. Na komm schon, so. Dann würde ich sagen, da war es das auch schon wieder für diese Folge. In der nächsten Folge zeige ich euch dann die ganzen restlichen anderen Gebäude. Und bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.